Wir sind heute in Seckenheim, in einem kleinen Vorort von Mannheim. Und warum? Das erfahren Sie gleich. Genau, die Preisfrage ist, kennen Sie die Schlacht von Seckenheim 1462? Überhaupt nicht mehr. Nein. Auch nicht. Ja, die kenne ich. Nicht so viel. Nein. Erwähnt wurde es schon mal. Man hat gewusst, dass sie war. Nein. Nein, die kenne ich nicht. 1462 besiegte Pfalzgraf Friedrich, wahlweise der Siegreiche oder Fritz der Böse genannt, in der Schlacht von Seckenheim überraschend drei starke Gegner. Den Markgrafen von Baden, den Grafen von Württemberg und den Bischof von Speyer. Der Sieg war für die Kurpfalz von so großer Bedeutung, dass Friedrich ihn alljährlich aufwendig feierte. Heute erinnert hier wenig an diesen Wendepunkt der kurpfälzischen Geschichte. Ein Grund mehr, am 6. Juli um 19 Uhr dabei zu sein. Und warum? Das erfahren Sie gleich. Beim Online-Vortrag von Professor Dr. Jörg Pelzer von der Universität Heidelberg.